Herzlich willkommen zu meinem Kurzwebinar für alle Personalverantwortlichen zum Thema Kündigungsgespräch. Ich werde in diesem Kurzwebinar nur das Thema Kündigungsgespräch beleuchten, und zwar rein aus der Perspektive von der Personalverantwortlichen, hier im Fokus der Frau. Wer erzählt euch das? Wer macht dieses Webinar? Mein Name ist Jana Roth. Ich bin ausgebildete HR-Fachfrau, Erwachsenenbildnerin und Coach für Personalfachfrauen, Personalmanagerin. Alles Weitere könnt ihr über mich auf meiner Homepage lesen. Sie lautet www.dianarothcoaching.com. Hier werden wöchentlich Blogs und Newsletter abgesetzt, die rein auf das Thema Personalwesen geschrieben sind und die dich interessieren. Daher hol dir doch einfach einen Newsletter. Ja, das Thema Kündigungsgespräch. Ich richte mich in diesem Webinar natürlich besonders an Personen, die noch kein Kündigungsgespräch geführt haben oder die erst ein, zwei gehabt haben und sehr unsicher sind und sich verbessern wollen. Als erstes meine Frage an dich. Bist du schon mal gekündigt worden? Hast du schon jemanden gekündigt? Oder kennst du jemanden, der vielleicht nahesteht, der schon mal gekündigt wurde, und was hat er dir erzählt? Warum wird gekündigt? Kündigungsgründe können sehr vielfältig sein, insbesondere aus der Perspektive des Arbeitgebers. Kündigungen werden beschlossen durch die Geschäftsleitung mit den Vorgesetzten, kann auf einer oder mehreren Abmahnungen basieren. Kündigungen können basieren auf Leistungsabfall, auf grobe Verfehlungen oder auf einfache Verfehlungen. Kündigungen basiert auch sehr oft auf den Verlust des Vertrauens. Kündigungen basieren auch auf Schließungen der Firma, Reduzierung des Personals, sprich Personalabbau. Wichtig, in meinem Webinar beziehe ich mich auf Beispiele, die auf meine Erfahrungen basieren, und die sind natürlich nicht abschließend zu sehen. Außerdem sind sie sehr stark auf das Obligationenrecht des Schweizer Arbeits- und Rechtssystems zu sehen. Ja, du stehst vor einer Kündigung. Du weißt, du musst Person A oder B kündigen. Ja, wie bereitest du dich vor? Das erste ist immer, dass man eine ordentliche Besprechung mit dem Vorgesetzten macht oder mit einem Sparringpartner. Ein Sparringpartner könnte eine Person sein, die in dem Bereich schon Erfahrungen hat, ein Coach, ein Supervisor oder auch zum Beispiel ein Impulsgespräch mit mir. Zur guten Vorbereitung gehört auch der Raum. Welchen Raum nehme ich für ein Kündigungsgespräch? Als Tipp, für mich muss der nicht einsehbar sein, das heißt, andere können da nicht reinschauen, man kann Jalousien zumachen oder irgendwelche Vorhänge zuziehen. Er darf nicht hellhörig sein. Der Raum muss neutral sein, das heißt, er muss in dieser Unternehmung nicht besetzt sein mit, das ist der Kündigungsraum, das ist der Cafeteria-Raum oder ähnliches. Es müssen Möglichkeiten zum Lüften bestehen. Denn gute Luft tut vor oder nach einem Gespräch sehr gut. Und man muss die Möglichkeit haben, Getränke und Taschentücher vorzubereiten. Was ist der richtige Zeitpunkt? Viele meiner Coaches fragen mich, ja, wann soll ich die Person kündigen, um wie viel Uhr, an welchem Tag? Hier kann ich nur antworten, es gibt keinen generellen Zeitpunkt. Die Firmenkultur, die Branche, aber auch die Arbeitsorganisation, wenn zum Beispiel Schichtdienst herrscht, macht es aus. Was aber wichtig ist, bitte kündigt niemals auf den Geburtstag des Mitarbeitenden, auf den Tag des Firmenjubiläums, direkt vor den Ferien oder nach den Ferien. Kein Freitag, nicht um 5:05 Uhr
und Nachmittage haben Vorteil. Warum nicht auf einen Freitag? Ich selber habe Kollegen, die auf einen Freitag gekündigt haben und der Mitarbeitende ist alleine nach Hause gegangen, hatte keine Ansprechpartner, war vielleicht sowieso vereinsamt und hat sich das Leben genommen. Eine Firma hat auch eine soziale Verantwortung und es ist gerade wichtig, dass man das besonders gut macht. Das Kündigungsschreiben ist ebenfalls vorzubereiten. Kündigungsschreiben sind vielfältig zu kopieren aus dem Internet. In der Schweiz ist es so, dass das Kündigungsschreiben keinen Grund benötigt. Das kann aber und muss nachgereicht werden. Wichtig ist, dass man das unterschreiben kann. Das heißt, dass es unterschrieben ist von der Geschäftsleitung und von den Personen, die gemäß Handelsregister eingetragen sind und dass der Empfänger unterschreiben kann, dass es erhalten hat. Bitte macht keinen Outlook-Eintrag, zum Beispiel, dass die Personalerin reinschreibt, Gespräch mit Herrn M. Dass der Mitarbeiter einen Eintrag hat, der Vorgesetzte oder sogar das Sitzungszimmer. Denn in jeder Firma gibt es Outlook-Surfer. Kennt ihr die? Ja. Das sind die Leute, die sehr gerne schauen, wer welche Termine hat und manche können sehr gut kombinieren. Der Vorgesetzte soll eine kurze Ankündigung machen, das heißt zu dem Mitarbeiter gehen und sagen, am gleichen Tag natürlich, ich möchte gerne mit dir reden, können wir uns um 15 Uhr im Zimmer, Sitzungszimmer 220 treffen. Bei der Aussprache der Einladung sollten keine Zuhörer zugegen sein. Zwischen der Personalverantwortlichen und dem Vorgesetzten muss so eine Art Drehbuch bestehen. Hier muss festgelegt werden oder abgesprochen sein, wer hat welche Rolle, wer sagt was in welcher Phase. Die innere Vorbereitung scheint mir genauso wichtig. Und hier wieder meine Perspektive auf die Personalerin, auf die Personalmanagerin, der Vorgesetzte und der Mitarbeiter. Das sind zwei Themen, die in diesem Vortrag nicht behandelt werden. Bitte versetze dich in die Situation des Betroffenen, auch wenn es Ratgeber gibt, die dies nicht empfehlen. Ich finde es wichtig, dass man sich einmal kurz da reingedacht hat und überlegt, was beim Gegenüber abgehen kann. Sei dir deiner Funktion und deiner Rolle bewusst. Und dann trenne diese Aufgabe strikt von deiner Person. Wichtig ist auch, das Personal begleitet, organisiert und unterstützt diesen Austrittsprozess, dieses Kündigungsgespräch. Der Vorgesetzte überbringt klar, rasch und deutlich die Nachricht. Kündigen ist Führungsaufgabe. Ja, meine Coaching-Kundinnen aus dem Personal fragen mich immer wieder, ja, wie lange dauert denn so ein Gespräch? Hier würde ich sagen, allerhöchstens 20 Minuten. Und wichtig ist es, dass man in den ersten 2 Minuten die Fakten ausspricht. Ausspricht heißt, der Vorgesetzte hat zu sagen, Herr Müller, Sie sind zum 31. Mai 2016 gekündigt. Punkt. Pause. Die Nachricht muss klar überbracht werden und hier gilt die schnelle Pflastertechnik. Das heißt, nicht langsam abreißen, sondern ruckzuck die Nachricht überbringen. Dann kann eine Kurzbegründung erfolgen und dann wartet man die Reaktionen ab und hört dem Gekündigten zu. Es wird keine Diskussion eröffnet. Ja, wie sind die Reaktionen? Die können sehr unterschiedlich sein. Ich habe Weinen erlebt, ich habe Wutausbrüche erlebt, ich habe
Schweigen bemerkt. Aber ich selber habe auch schon eine Ohrfeige kassiert, weil ich einfach näher an der Gekündigten saß als der Vorgesetzte, der es aussprach. Wichtig ist, und da ist dieser Hinweis an dich, denn du musst ja die Führungsperson unterstützen, er soll oder sie soll die Nachricht nicht schön färben. Nicht schön färben heißt, ja, jetzt müssen wir dir vielleicht kündigen, das ist bedauerlich, aber das ist gar nicht so schlimm, weil wir denken und für dich steht doch die Welt offen. Einfach kurz und sachlich bleiben und nicht Satzhülsen anschließen. Ja, jetzt steht da, Kündigung nicht zurücknehmen und du denkst, das ist doch klar. Nein, ich muss sagen, das ist nicht klar, denn auch das habe ich schon erlebt. Das Beispiel, eine Gekündigte hat so schlimm geweint und noch ihre Familie angerufen und das alles eskalierte, dass der Vorgesetzte die Kündigung zurücknahm. Sie im Anschluss erkrankte, ein, zwei Operationen machen ließ und das Ganze hat sich dann über 12 bis 18 Monate hinausgezögert. Bitte, rede in einem Kündigungsgespräch nicht über andere Mitarbeitende. Es gibt Gekündigte, die sehr klar sagen, ich finde das ungerecht, weil Herr Müller aus der Abteilung Marketing, der macht eine viel schlechtere Arbeit oder ähnliches. Das ist ein normales Verhalten und das sollte man jetzt nicht werten oder beurteilen. Wichtig ist, dass man sich darauf nicht einlässt. Nicht einlassen heißt, darüber reden wir nicht, über Herrn Meier, sondern Sie sitzen vor uns. Bitte verliert euch nicht in Details, diskutiert nicht, so nach dem Motto, ja, die ersten 3 Jahre waren ja sehr gut, da lief es wunderbar, aber jetzt ist es einfach nicht gut und du hast jetzt Fehler gemacht. Bitte nicht. Diese Themen gehören vielleicht in einem Abmahnungsgespräch, aber die gehören nicht in dieses Gespräch. Macht keine Versprechungen. Bitte sagt nicht, wenn die Situation wieder anzieht, wenn die Auftragslage wieder hochgeht, dann bist du die erste Person, die wir anrufen. Bitte macht das nicht. Es sei denn, ihr könnt es 1000% unterschreiben. Denn das gibt ein Hoffnungsmanagement und ist unfair gegenüber von dem Gekündigten. Bitte denkt darüber nach. Nach der Aussprache der Kündigung ist der Mitarbeiter nicht mehr aufnahmefähig. Beispiel, der Mitarbeiter hört, Sie sind zum 31. Mai gekündigt. Und dann geht ein ganzer Film bei ihm im Kopf ab. Das heißt, er denkt daran, wie sagt er seiner Frau, wie kann er jetzt sein Haus abzahlen, was ist mit dem Urlaub, was ist mit dem Internat der Kinder und so weiter und so fort. Das sind 1000 individuelle Gedanken, die durch den Kopf gehen und deswegen sind alle weiteren Gespräche nicht mehr so wichtig. Ja, dieser Satz habe ich mal gelesen und auf meine Facebook-Seite gesetzt und habe sehr viele Likes bekommen. Die Gefühle und Emotionen von dem Gegenüber können wir nicht einschätzen, da kann alles kommen. Aber wir können unsere Gefühle, unsere Emotionen und unsere Reaktionen einschätzen. Bitte achtet im Gespräch auch auf euch selber und nicht nur auf das Gegenüber. Mit Mitleid ist keinem geholfen, aber mit Professionalität und Abgrenzung. Der Gesprächsabschluss, wie sollte der sein? Hier sollte ein verbindlicher Anschlusstermin gegeben werden. So ungefähr, ich lade Sie ein, morgen um 10 Uhr wieder zu mir ins Büro zu kommen. Dann schauen wir uns an das Thema Zwischenzeugnis, damit Sie schnell sich bewerben können. Wir gucken uns an, wie Sie die Ferien abbauen, wie die Gleitarbeitszeit. Und jetzt möchte ich noch kurz ansprechen, wie informieren wir, wie kommunizieren wir innerhalb der Firma. Und ich gebe Ihnen gerade frei, Sie können jetzt gerade nach Hause gehen und sich von dieser Nachricht ein bisschen erholen. Und dann die Frage, wer begleitet Sie nach Hause?
Soll ich jemand anrufen? Wie geht es Ihnen? Was brauchen Sie jetzt? Das Gespräch ist sehr schwer und das löst immer was aus, und was es auslöst, können wir nicht einschätzen. Wenn das Kündigungsgespräch abgeschlossen ist, bespreche es bitte mit dem Vorgesetzten, mach Gesprächsnotizen und führe die Information und Kommunikation wie besprochen, wie in der Firmenkultur verankert, durch. Wichtig: Bitte versteckt euch nicht vor dem entlassenen Mitarbeitenden oder vor den anderen, habt keine Schuldgefühle, denn euer Fokus muss sein, die Lösung für den Mitarbeitenden und für die Firma und nicht mehr das Problem. Ja, was passiert an dem Tag danach? Wenn der Mitarbeiter erneut zu euch kommt, ins Gespräch zu euch und mit dem Vorgesetzten oder je nach Firmenkultur nur zu euch, hört zu. Argumentiert nicht dagegen, hört einfach dazu und wiederholt, was ihr gehört habt. Macht keine Statements. Macht euch ein Bild über die Situation des gekündigten Mitarbeiters. Wie sind seine persönlichen Verhältnisse, die familiären, die finanziellen, und wiederholt ehrliche Hilfsangebote. Zum Beispiel an Beratungsstellen weitervermitteln. Eventuell gibt es in eurer Firma einen Sozialplan oder ihr könnt ein Outplacement anbieten. Macht auch hier auf die Pflichten aufmerksam, denn zum Beispiel in der Schweiz ist es so, dass man nach der Kündigung sofort auf der neuen Stellensuche sein muss und sich relativ schnell beim RAF, beim regionalen Arbeitsvermittlung, melden muss. Sagt ihm oder sagt ihr, dass Freizeit dafür eingeräumt wird. Es geht um die Zukunft von den Mitarbeitenden und auch vom Unternehmen. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit zum Thema Kündigungsgespräche. Nun, was schenke ich dir jetzt? Mein Geschenk an dich ist 26 Tipps rund um das Personalwesen. Dieses E-Book ist gratis und kann von meinen Newsletter-Interessenten von meiner Homepage heruntergeladen werden. Das ist relativ einfach. Du klickst auf meine Homepage und gehst auf www.dianarothcoaching.com und dann wirst du gerade auf der Anfangsseite auf dieses E-Book geleitet. Ein Klick und du meldest dich für die Newsletter an und du hältst es. Interessieren dich noch weitere Webinare oder Kurzvorträge? Melde dich auf jeden Fall an. Dann kriegst du regelmäßig Informationen zu weiteren News. Du erhältst Informationen zu Blogs oder die direkt zugeschickt und aber auch weitere Checklisten und eine Einladung in meine Facebook-Gruppe, wenn du Interesse hast. Hast du Fragen, Anregungen oder sogar Wünsche zu anderen Themen rund um das Personalwesen? Schreib mir ein E-Mail. Unter Kontaktformular unter dianarothcoaching.com kannst du mich kontaktieren. Wenn du das Gefühl hast, du müsstest ein Impulsgespräch haben und mit mir gewisse Sachen besprechen, um zu entscheiden, wie und ob wir zusammen ein Coaching machen können, ist das auch in Ordnung. Ansonsten werde ich dich regelmäßig beliefern und ich freue mich, von dir auf irgendeine Art zu hören, und wünsche dir einen guten Tag. Tschüss und alles Gute.